So, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen wo auch immer ihr seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr zuschaut. Ich freue mich sehr, dass ich euch unterhalten kann auf diese Art und Weise. Wir spielen weiterhin eine nächste Runde Kosmotier. Wir haben unser Schiff jetzt schon ein bisschen ausgebaut. Wir haben halt eine große Lagerkapazität. Wir haben also verdammt viel Munition mitgenommen, dass uns gar nicht reinpasst, was wir eigentlich noch alles brauchen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir machen jetzt mal die ganzen Kopfgeldmissionen weg, ballern die alle nieder, nehmen das ganze Kohle mit, gucken, was wir mit unserem Raumschiff machen können, gehen dann in die nächste Stufe, in die nächste Tierstufe. Das ist jetzt alles noch low. Das Raumschiff sieht jetzt schon groß aus. Es ist winzig. Es geht so ab. Wir gehen einfach auf Fortsetzen. Wir machen einfach weiter. Wir hatten uns in der letzten Folge, haben wir hier gerade einen weggemacht, fliegen durch ein Asteroidenfeld zu dem nächsten Piraten, den wir uns gleich catchen werden. Spuren wir gleich vor und dann geht's hier gleich rein. Wir gehen gleich rein. Wir machen gleich Bambule. Ich will alles niederknallen und ich will das größte Raumschiff bauen. So. Da ist er. Zack. Auf geht's. So, auf dem Schiff alles bereit soweit. Wir gucken mal. Hier wird noch ein bisschen Energie nachgetankt. Die Stationen sind besetzt. Die Kanonen sind besetzt. So, da kommt er rein. Gleich Pause drücken. Was hat er denn für ein geiles Schiff? Sieht aber cool aus, ne? Mit den Streifen, Mustern und so. Hast du nicht gesehen? Wo ist der hier? Das Cockpit? Kleiner Hyperantrieb. Cockpit. Das ist natürlich direkt hinter dem Reaktor, ne? Wenn du hier was holen willst. Aber wo hat er denn seine Lasertürme? Die sind hier an der Seite. Wieso ist hier mein Akku alle? Das ist scheiße. Ja. Ey, ballern wir rauf. Also, er kann ja nicht viel Schaden machen. Doch, er kann die bis nach vorne winkeln? Krass. So beweglich sind die? Sind meine auch so beweglich? Sind die so beweglich? Warte mal, kann das ja sehen. Turmgeschwindigkeit, Beschussbogen 200 Grad. Schaden, Feuerrate, Reichweite, Beschusspunkt 200 Grad, Turmgeschwindigkeit 90 Grad die Sekunde, Beschusspunkt 120 Grad, Beschusspunkt 115 Grad, kommt das hin? Ist das der Beschussbogen, der damit gemeint ist? Gestartet auch Brände, das finde ich ja mega gut, dass wir auch Brände damit auslösen können. Das sehe ich jetzt erst mit den Dingern. Zufällige Streuung 2,5 Grad. Ja, okay, es geht eigentlich. Wenn man dichter dran ist, geht's, ne? Eine Haltbarkeit von 1000. Der hat eine Haltbarkeit von 175. Hier ist erstmal schön einer ein Schild geknallt. Schön. So, haben wir schon Treffer geleistet? Oh ja. Oh ja. Bisschen linkslastig. Da haben wir schon mal einen Triebwerk weggeknallt. Können wir hier nochmal, vielleicht nicht den Reaktor, sondern ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts. Ja, genau, genau. Wir machen ihn ein bisschen kampfunfähig, dachte ich. Sehr gut. Den auch weg. Okay, gut. Nein, nicht auf den Reaktor. Na gut, ne? Dann ist es so. Aber jetzt sind wir ein bisschen munitionlos geworden. Wir können also wieder ein bisschen was einsammeln. Vor allem das blaue Zeug, das ist wichtig. Das ist uns wichtig. Das kriegen wir alles sehr gut. Und wir können ein bisschen was reparieren. Ist überhaupt gar nicht viel gewesen. Krass. So, auf geht's. Alles einsammeln. Fliegen mal ein bisschen dichter hier. Dass es schneller geht. So, und dann bleiben wir mal kurz stehen, weil wir haben zu wenig Energie. Alles mal nachladen. Ist richtig. Fehlt uns eine Crew? Ein Mann fehlt uns. Wo ist der? Haben wir den denn gelassen? So, Munition, alles verpackt. Schön und gut. Super.
Hier ist aber Platz, sehe ich jetzt. Hier räumt er schon wieder um, ne? Das ist ganz geil. Die räumen das so hin, dass es halt der kürzeste Laufweg ist. Schön. Die sortieren das ja erst durch. Die machen die Haufen dann auch groß, was angefangen ist. Guck mal, hier ist auch so ein angefangener Haufen. Die machen ein bisschen Management, machen die hier. Können die das noch ein bisschen besser komprimieren? Geht das? Dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen was einsammeln. Guck mal hier. Seht ihr das? Da wird da gleich ein Feld frei. Guck mal, da ist auch noch Platz drauf. Da ist auch Platz drauf. So, können wir jetzt noch ein bisschen was einsammeln? Guck mal hier, das ist noch ein bisschen. Geht noch ein bisschen was. Ein paar Spulen. Ach stimmt, wir hatten eine Blaupause. Mit den großen Triebwerken. Da fehlt uns noch ein bisschen Stahl für. Schade. Schade. Aber was ist, wenn... Also Stahl liegt ja hier noch rum. Wenn wir daraus das machen. Oder das. Jetzt haben wir gar keine Triebwerke. Wir scheiden. Reicht der Stahl dafür? Okay, wir sind jetzt mal mutig, ne? Wir haben jetzt keine Triebwerke. Nein! Was denn jetzt? Die hat den ganzen Stahl, was hier draußen schon rumschwirrt, auch schon mit verbraucht. Das wird auch schon... Oh nö! Das wusste ich nicht. Wir haben zu wenig Stahl. Wir können nicht mal losfliegen. Kriegen wir das hier noch gebaut so, dass das hier funktioniert? Ich hätte gern größeres Lager. Das reicht schon wieder nicht mehr. Oh, ich will immer zu viel. Immer! Mann, ey! Shit-Dreck. Komm, Korridor bauen. Nein, das macht alles gar keinen Sinn. Oh, puh, man kann das also so weit zurücksetzen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist jetzt so safe, was wir jetzt gemacht haben.
Krass. Aber das Gute ist, gut zu wissen ist ja. Da liegt so viel gutes Stuff rum, ne? Das ist alles wichtig irgendwie. Das ist echt scheiße. Gut zu wissen ist ja, dass wir tatsächlich alles, was um uns rum liegt, schon mitverwerten können. Das wird alles gleich mit in die Blaupause mit reingenommen. Das ist natürlich geil. So, wir erkunden mal hier den Spot. Ich möchte mal wissen, was das ist. Das könnte ein Piratennest sein. Muss aber nicht. Uns fehlt irgendwie ein Mann. Irgendwie ist einer gestorben. Kann das sein? Gibt es irgendwie eine Liste zu, wie das passiert ist? Nee. Wir sind echt noch sau langsam. So, auf geht's hier. Komm, mach mal hin hier. Was ist das? Ach, ein Asteroid. Oh, mit Uran drauf. Ist doch Uran, ne? Uranablagerung, ja. Wir können ja eh nichts lagern, wir sind ja voll. Also gehen wir ins nächste Zielgebiet, wo es Kopfgeld gibt. Unser Schiff ist ja soweit safe. Ja, wir könnten jetzt noch ein bisschen Crew anheuern. Mal gucken, hat der eigentlich noch People da? Okay, hat unseren Anruf abgewiesen. Der nicht. Ist ja auch okay. Muss ja nicht mit uns reden. Der hat bestimmt Angst gehabt. Der hat unsere Kanonen gesehen, hat sich gedacht, okay, lassen wir das mal lieber. Lieber gar nichts sagen. Ich wüsste auch gerne, ob es noch Alienrassen gibt oder ob das hier einfach alles menschliche Wesen sind. Das wäre auch irgendwie interessant. Nochmal so Alienrassen wäre interessant. Echt wirklich. Ist ja Early Access. Wer weiß, was noch alles kommt. Vielleicht kommt ja einfach nochmal eine andere Spezies mit rein oder so. Alter, das sieht immer so groß aus. Laserblaster. Strategisches Verteidigungssystem. Das knallen wir mal als erstes weg. Wenn wir es hinkriegen. Die ersten Schüsse gehen schon mal daneben. Das ist auch ein strategisches Verteidigungssystem. So, das ist weg. Dann das weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Kriegen wir Gegenfeuer? Das fängt unser Schild ab, ne? Sehr gut. So, dann knallen wir mal hier seinen Geschützturm weg, dann ist er außer Gefecht. Nein, 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 nein. Ist er kaputt? Einfach weil er keine Waffen mehr hat, oder? Nicht, 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 nicht. Ich will hier das Cockpit. Nicht den Reaktor. Mann, das ist halt ein bisschen, also so ein bisschen Feinarbeit wäre echt schön, dass man das irgendwie machen könnte. So. Ausschlachten brauchen wir den nicht, glaube ich. Der hat da nichts mehr. Das ist alles nur Stahl. Davon können wir eh nicht allzu viel tragen. Nehmen wir einfach das hier mit, was wir hier kriegen können. Mal gucken. Ich will diese Triebwerke. Ich will diese Triebwerke haben. Die hier. Jetzt fehlen uns 20 solche Rollen. Die haben wir nicht. Wir haben 5 davon. Also 15 Rollen fehlen uns. Das ist das Problem, ja. Okay, können wir denn das nochmal kurz ein bisschen anders denken? Indem wir das mit dem Lager nochmal anders denken?
Nee, warte, wir nehmen das weg und denken einfach, das nehmen wir im Lager neu. So rum. So war der Plan. So und so. Okay. Das haben wir. Dann könnten wir doch auch viel mehr bergen. Da kommt noch ein Pirat. Der fliegt an uns vorbei, hoffentlich. Ich will das hier erst alles einsammeln und gucken, ob ich dann noch was bauen kann. Dahin. Stop and go. Du kannst alles abbauen. Und dann gehen wir mal nochmal in die Blaupause und gucken mal. Wir uns fehlen die Spulen. Das sind auch Hyperspulen, ne? Hyperspulen sind noch ein bisschen seltener. Schade. Tja, können wir noch was anderes hinsetzen? Also Kanonen haben wir auf jeden Fall, also Damage ist auf jeden Fall genug da. Das ist gut. Wir haben diese automatische Verteidigung, die uns ein bisschen hilft. Laser, Kondensator. Wir bräuchten auf jeden Fall bald mal einen größeren Reaktor. Der kleine ist unzureichend und mehr Quartiere. Quartiere könnten wir nicht bauen, aber da passt wieder hier kein Mensch drin. Das ist halt. Quartiere musst du am Flur bauen irgendwie. Haben wir Panzerung? Machen wir Panzerung. Das passt doch. Krass. So, alles aufgebraucht. Abmarsch. Wir erkunden nochmal das unbekannte Signal. Mal gucken, ob wir das noch finden können, weil unbekannte Signale bringen nachher auch nochmal Ressourcen. Wir werden noch langsamer jetzt, weil wir noch mehr zugepackt haben und immer noch nicht großen Triebwerke haben. Oh Mann. Aber wenn wir gleich unsere ganzen Kopfgelder abgeben, geht's vorwärts. Was ist er? Ich kann den. Was ist mit dem? Ist das ein verlassenes Schiff? Könnte ich den jetzt mit dem Traktorstrahl bergen? Ja, okay, warte mal. Gibt's hier? Kornheuer Missionen. Missionen. Asteroiden abbauen. Verlassene Schiffe. Hier. Gelegentlich wirst du Schiffe entdecken, die von ihrem Gruß verlassen wurden. Von diesen Schiffen kannst du Ressourcen bergen, wie bei jedem Schrott. Aber du kannst auch die Kontrolle über sie übernehmen und sie zu deiner Flotte hinzufügen. Was? Nee. Das will ich haben. Das sieht doch cool aus. Wenn du die Kontrolle über ein verlassenes Schiff nehmen willst, klicke auf die Schaltfläche. Die. Und wähle die Option Crew entsenden. Wähle anschließend, wie viele Crewmitglieder du auf das verlassene Schiff entsenden willst. Möglicherweise musst du das gewünschte Schiff aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite auswählen, wenn du bereits mehr als ein Schiff hast und mehrere verlassene Schiffe in der Nähe sind. Ich kann Schiffe übernehmen? Das ist ja mega! Oh, jetzt, das ist ja krass. Ja, denke kurz in den Wendekurve auf das andere Schiff. Alter Schwede. Hier. Grunsinn. Da. Das ist die. Kann ich das auch umbenennen hier eigentlich? Geht das? Warte mal. Schiffsnamen, Schiffs. Model S, das ist doch.
Wie nennen wir denn unser Schiff? Die Quintarius. Die Quintarius, entworfen von Sir Quinton. Nein, einfach von Quin Diesel. Quin Diesel. Beschreibung, lass uns mal einfallen. Das ist ja auch lustig, dass man das machen kann. Wir nehmen mal. So viel müssen wir darüber packen, 441. 111. 211. Dann haben wir noch 9 Leute und die haben 2 von 4 oder was? Einsendung starten. Eieiei. Okay, dann haben wir echt wenig Personal. Das heißt, wir müssen das Kopfgeld abgeben, Personal aufstocken und uns um 2 Schiffe kümmern. Können wir das auch noch ausbauen? Oh mein Gott, das übernimmt ja, das macht das. Das wird ja insane. Das wird ja mega viel, was die machen müssen. Ach, die bringen gleich ein bisschen Strom mit. Okay. Können wir das reparieren? Nee, kein Stahl. Also im Frachtraum oder so? Das Ding hat nicht mal einen Frachtraum. Haben wir auch keinen Stahl für. So, Triebwerke gehen wieder. Hat ein ganz normales Cockpit. Hat 2 Laserkanonen, die funktionieren auch. Ist alles ein bisschen ramponiert. Es scheint klein und wendig zu sein. Okay. So, erstmal Heimatbasis. Ja, der haut ja richtig ab. Kann er nicht die Geschwindigkeit bitte? Hallo? Flugrichtung, Formation. Formation 1. Formation 2. Haben wir Formation? Ach so. Nee, wir sind ja zu zweit, oder was? Ich weiß es nicht. Mit den Informationen müssen wir noch gucken. Nein, wir kämpfen erstmal nicht. Wir müssen erstmal das andere Schiff aufbauen. Das ist ja mega krass. So, ab hier zur Basis. Abmarsch hier. Ich will das jetzt hier sofort erleben, alles. Dass der auch so krass vorfliegt, finde ich auch übel. Rufen. Wir nehmen erstmal die Kopfgelder an. 5000, 6000, nochmal 6000. Also unser Ruhm ist schon auf Maximum. Dann reparieren wir. Das kostet 6800, das alles zu reparieren. Ja, okay, dann nehmen wir das jetzt erstmal so hin. So, dann braucht das Ding auf jeden Fall Frachtkapazitäten. Geh mal in den Blaupause-Modus. Reduzierte Rückerstattung, halt es dringend zu bestätigen gedrückt. Was? Verstehe ich nicht. Kann ich das Schiff jetzt gar nicht haben oder muss das Schiff jetzt einfach so bleiben, wie es ist? Ist das das Ding? Ich jetzt nicht. Ich muss String drücken. Kostet das jetzt mehr? So, jetzt hat das Ding wenigstens ein Lager. Es hat kein Feuerlöscher an Bord. Am Boot. Es hat eine Crew von 4 Leuten maximal. Das ist halt wichtig. Einer sitzt im Cockpit. Hey, Kumpel. Einer sitzt im Cockpit, 2 an den Triebwerken. An den Kanonen. Ah ja, der kann halt ein bisschen mehr lagern für uns halt auch, ne? Das ist halt wichtig. Okay.
Okay, gut. Na gut. So, können wir noch was machen? Erkundung. Besuche Epsilon. Ach, das ist in verschiedene Fraktionen unterteilt. Also gibt es auch haufenweise Galaxien. Also gibt es mega viel zu erforschen. Das geht halt mega rund noch. Bin mal gespannt, was das Late Game einfach noch so für uns so übrig hat. Wir brauchen auf jeden Fall eine Crew. Maximal, wir können 9 Leute anheuern, das kostet 8.000. Damit sind wir noch nicht mal voll. Aber ich hatte ja auch gerade erst 2 Crewquartiere dazu gebucht. Ja, was ärgerlich ist. Gut, dann heißen wir die neue Crew willkommen. Und dann müssen wir noch ein bisschen Munition verballern. Weil Kohle haben wir keins. Zu verkaufen haben wir auch nichts Großartiges. Das brauchen wir alles, um den Ausbau weiter fortzuführen. Wir haben jetzt eine Crew von 16 Leuten. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier in der Statistik, ihr seht das gerade gar nicht. Warte mal, ich nehme mich mal kurz ein Stück hoch. Oh nee, das ist... oh nein. Hier geblieben. Und ich setze mich dahin. So. Wartet mal. So, so. So, wie man hier sieht, da in der Tabelle. Okay, Munition habe ich irgendwie zu wenig. Warum? Ich frage mich das mit der Munition, das verstehe ich nicht. Munition empfohlen 7. Ich habe Munition empfohlen sehr, sehr viel mehr. Gibt es für Munition ein extra Lager oder was? Ich verstehe das mit der Munition nicht, weil wir haben ja Munition. So. 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 Wie war das mit dem Lager? Ach, warte mal. Lieferketten, Versorgungsketten. Aha, okay. Also mit Rechtsklick. Und dann auch mit Rechtsklick, das ist unsere Versorgungskette, dass die natürlich die Munition dahin liefern. Das ist eine Versorgungskette. Schön. Brauchen wir noch mehr Versorgungsketten? Erstmal eigentlich ja nicht, weil wir ja nichts haben, was wir versorgen müssen, außer die Kanonentürme. Gut, dann haben wir das ja. Fehlt noch die Crew. Stapeln die das jetzt um, dass die halt Kupfer und sowas alles rausnehmen und woanders hinpacken und das halt wirklich mit voll Munition freilassen? Das wäre mich sehr, sehr geil, weil wenn ich das alles so koordinieren und machen kann, dass ich dann wirklich sagen kann, okay, der Lagerraum ist nur für diese Kanone zuständig, der Lagerraum nur für diesen Industriezweig, dann haben wir echt viel gekonnt. Dann können wir alles richtig geil managen. Abhängig davon, ob ich irgendwas managen kann. Gut, sagen wir mal so. Vielen Dank für diese Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir haben ein neues Raumschiff, ein zweites. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen können. Es wird uns hoffentlich helfen und mit rumballern. Wir werden es hoffentlich noch ein bisschen umbauen können. Dazu brauchen wir viel mehr Kohle. Dazu müssen wir viel mehr Raumschiffe killen. Und Asteroiden entdecken. Eventuell vielleicht auch mal was abbauen. Eventuell bauen wir einen Frachter draus. Gucken, dass die Lagerkapazitäten so groß genug sind, dass wir ein bisschen Kohle machen können. Und dann werden wir auch nochmal andere Sternsysteme entdecken. Hoffentlich. Und damit verabschiede ich mich aus der Folge. Denkt daran, ihr könnt bei Discord einfach mitconnecten. Quinn's World, auf den Server gehen. Ich verlinke das immer unten in der Videobeschreibung. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Ihr könnt da also mit abstimmen, was da so Phase ist. Ihr kriegt immer Bescheid, was als nächstes wann anliegt. Dadurch, dass ich viel arbeiten bin, habe ich nicht immer Zeit, irgendwas zu machen. Würde euch aber gerne dann immer rechtzeitig informieren, falls mal wieder auf Twitch was live geht, wo wir auch zusammen 7 Days to Die spielen zum Beispiel, beziehungsweise habe ich ja auch noch nebenbei laufen. Auf meinem Hauptkanal findet hin und wieder ein paar Reactions statt, die ich auf Twitch mache. Und wenn ich schaffe, auch noch mal was zu grillen oder zu kochen, dann gibt es auch davon wieder Videos. Ich hoffe, dass das auch mal wieder klappt bald.
Und so weiter und so fort. Also bleibt auf dem Laufenden, ne? Ich wünsche euch was. Tschüss.